Kapitel 5 Die Beute der Raben. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder gut noch böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Okay. Laufen kann ich wieder nicht mehr. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Hey, komm zurück. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Aber er ist sauer auf dich, weil du das Schwein einfach so geopfert hast. Hops, hops, hops. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich spiele ja Hugo, mit dem Controller. Wo willst du hin? Und ich habe mich gestern wahnsinnig dolle geschnitten. Ich war am Bluten wie Sau. Hugo! Okay, ich gehe zu. Ich habe keine Ahnung, woher ich die Wunde her habe, aber ich habe sie genau an den Finger gucken, wo ich auf den Stick drauf drücke. Und das tut gerade tierisch weh. Ich hätte vielleicht doch ein Pflaster drauf machen sollen. Was hey, hat der denn gefunden? Ich bin ein Ritter! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben Oha. Auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Dann nehme ich ihn. Siehst du das? Schade. Oh, wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Oh. Ein Totengraben, oder? Was wird jetzt die nächste Überraschung werden? Oder alle von der Pest verseuchten? Keine Ahnung. Kann ich eigentlich die Blumen hier nehmen? Nee, kann ich auch nicht nehmen. Amicia, Lukas, kommt schnell her! Ja, Kriegsgebiet. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Okay, ich befürchte allerdings, dass dann wieder Ratten kommen werden. So, für alle Fälle stelle ich noch mal was her. Aber damit ich da jetzt nicht, obwohl, ja, doch, ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil da hinten ist Feuer. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo.
Wir haben keine Wahl. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Wir sollten nicht hier sein. Dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Ich kann wieder laufen. Das Pferd. Oh. Lukas? Ich weiß es nicht. Ich habe da so eine Befürchtung, Leute. Sind hier irgendwo... Oh, Moment. Ist gar nichts drin. Doch jetzt. Ist hier irgendwo was, womit ich Feuer anbrennen kann? Ich befürchte nämlich, dass da jetzt die Viecher rauskommen werden. Oh nein, die Ratten. Bleib okay, weg, falsche von Richtung. Ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, da hinten. Ah, ja, ich sehe es. Meine Aufgabe, ich hoffe, ich kann auch die richtigen Tasten drücken. Ah, aber ich kann nicht richtig zielen. Wieso nicht? Doch, halt, stopp, da war es doch gerade. So, los, dahin. Jungs. So, haben wir jetzt hier noch... Ah, Moment. Haben wir jetzt hier noch irgendwas, worauf ich... Ah ja, okay, sehr gut. Los, lauf! Hier geht auch noch. Da drüben sind Leute. Wir haben Gesellschaft. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber ja, wir warum? Doch auch. Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Mach mal noch mal ein paar hier. Nein, nicht ausweichen. So. Ah, da hinten ist Holz. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Oh, ich muss hier richtig schreien. Ich höre mein eigenes Wort nicht mehr, weil die so laut sind. Was ist das? Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ah. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja. Sei vorsichtig. Aber nicht durch die Ratten. Kann ich denn hier irgendwas machen? Oh. Anscheinend nicht. Also, das heißt, ich muss wahrscheinlich vorher das Ding anzünden. Nehme ich mal an. Nee, muss ich nicht. Okay. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Ja, aber wir müssen ja erst dahin. Ach so, nee, ich bin ja so blöd, ich kann ja von hier unten. Nee, ich kann nicht. Herum, aber die Ratten sind überall. Ja, ich weiß, das habe ich auch schon festgestellt. Ich will auch das Ding da oben treffen, aber das klappt irgendwie nicht. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Gut. Nein, das geht nicht. Ich muss das doch irgendwie schaffen, das vorher zu treffen. Aber sobald ich ziele, trifft die immer nur auf den Boden. Das ist das Problem. Und da unten das Holz kann ich nicht anzünden. Sobald ich jetzt ich hier irgendwas machen allein. Will... Könntest du mir helfen? In Ordnung. Ich
glaube nicht, dass sie das wirft in dem Moment, wo sie es noch hält, oder? Nee, kann sie nicht. Okay. Ja, aber wie soll ich das denn anzünden, wenn ich es nicht machen kann vorher? Da muss ich da irgendwie weit weg für stehen oder so. Ach, mit der Hand. Okay, verstehe. Na gut. Kannst du mir helfen? Unverzüglich. Das musst du machen. Na gut. Aber nimm ein paar mehr mit, bitte. Gut, jetzt komm zurück. Und jetzt lasse ich los. Hier, bitte. Es war zu spät. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Nix da. Wir müssen das nochmal machen. Gut so. Gut gemacht, ihr beiden. Wir müssen nach da hinten durch, nehme ich mal an. Aber da ist doch nichts mehr. Von dort aus kommen wir doch nicht weiter. Oh Gott. Okay. Hey, was war das? Wer ist das? Dr. Hinz Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Okay. Aber das Problem ist, dass er mich doch dann sieht. Mit einem gezielten Schuss von der Schleuder. Ja, aber wenn ich das mache, sieht er mich doch, Leute. Was? Okay, also ich muss es wohl machen. Oh Gott. Nein! Ach, das war die falsche Taste. Mist. Was ist das? Ha? Da drüben ist doch Belga. Wer hat euch geschickt? Kommt doch mal her. Amicia! Ey! Amicia! Ich denke, wir sind geschützt, sobald wir wieder geduckt sind. Arschloch! Und wieso nimmt er das nicht an, wenn ich da drauf drücke? Wer ist da? Dr. Hinz Gras, schnell! Er darf uns nicht sehen. Amicia! Seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. So. Wehe, du zielst jetzt nicht wieder nicht drauf. War wohl doch nichts. Hey, was habe ich da gerade gesehen? Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Ja. Viele Ratten. Wir sitzen fest. Nein, lass mich das nur machen. Siehst du, wir sitzen hier nicht fest. Ich mach das schon. Da hinten komme ich bestimmt in den Turm. Auch an, oder? Das Licht. Oh, falsch rum. Ja, das funktioniert, aber es funktioniert nicht, um die Ratten wegzumachen. Okay. In den Turm. Ja, wie sollen wir... Ach so. Ja, haben wir. Sieh mal einer, wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Gut, dass ich noch auf dem Stein stand. Hoch mit dir. Nein, ja, nicht hoch. Gewiss. Ich wollte es aufheben. Hallo. Nein. Sag mal. Bist du immer so schlecht? Wo sollen wir lang gehen? Nach unten. Sie sind überall. So.
Nein? Achso, du willst ihnen helfen. Okay. So, kann ich jetzt hier endlich mal rumgehen? Danke. So, da lag gerade was ich aufheben wollte. Einmal das, Stein. Stein ist ganz wichtig. Können wir hier noch irgendwas machen? Bänder, sodass ich schneller und effektiver einsetzen kann. Das wäre jetzt in dem Fall richtig gut. Was ist das mit der Ausrüstung? Wickelt ihre Unterschenkel um den Stoff, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Ja, naja, okay. Machen wir das hier erstmal. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Genau, hoffentlich zumindest. So, das Holz nehmen wir später. Wenn wir wieder raus wollen, gehen wir erstmal oben gucken. Schnur, okay, das ist auch gut. Was hast du da? Du hattest doch gerade noch was Leuchtendes. Ah, ein Krug. Achso, den habe ich noch. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Gut. So, wir müssen ja theoretisch nur das Stückchen... Och, Leute. So, wir müssen ja theoretisch nur das Stückchen bis zu dem Wagen kommen. Also nehmen wir hier mal was zum Anzünden mit. Folgt mir, sonst bist du hier gleich ganz alleine, Junge. Junge, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Geht weg, ihr räudiges Gefiech. Hallo. Ah. So, kann ich den Wagen nicht nehmen? Wir müssen jetzt schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Moment, da ist aber ein Typ. Den sehe ich gerade. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Die hat auch eine Laterne. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ja, aber er muss uns ja erst... Ach so, Moment. Er muss uns nicht entdecken. Moment. Komm nochmal zurück. Von hier aus kommen wir auch wieder an den Krug ran, ne? So, lass mal los. Gut, von hier aus kommen wir auch wieder an den Krug ran, wenn was schief gehen sollte. So, weil der Typ muss ja irgendwie mitten in die Ratten reinkommen. Ja, geil. Wieso trifft die dann nicht? Toll. Hast du gut gemacht. Du sollst den Typen bzw. die Laterne treffen, du Vollpfosten. Also das haben wir gemacht. Das hat er wohl angenommen. Okay. Gut. Die Sachen, die wir hier eingesammelt haben, hat er anscheinend nicht angenommen. Und die sind leider auch wieder random. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich wieder nichts mehr. Dann gehen wir oben noch mal kurz gucken. Du zuerst. Ja, gewiss. Genau, lass erst den Kleinen laufen, falls oben eine Menge Ratten sind. So. Das haben wir jetzt wieder alles. Den Krug, das haben wir alles. Ja, okay. Ich gehe zuerst. In Ordnung. Also die Idee war ja richtig gut und war auch richtig, aber Amika, du hättest dich ein bisschen anstrengen müssen, nicht nur richtig zu zielen, sondern auch wirklich zu treffen, Fräulein, ne? Das machen wir jetzt besser, ne? Das hängt immerhin euer beider Leben davon ab. Junge, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, komm mit uns, sonst bist du gleich alleine hier. Okay, da wäre jetzt auch noch mal ein Krug gewesen.
So. Ah. So, bleiben wir da ein bisschen weg. Er schiebt mich doch direkt in die Ratten rein, geht es? Spione. So, dann können wir. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Können wir den nicht direkt mitnehmen? Die Räder stecken Schade. Im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Ja, kommt mit. Ich komme ja gar nicht durch. Geil. Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an deine Geh bloß nicht runter. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Okay, das ist wieder so ein Blödmann mit einer Laterne. Soll ich's mal versuchen? Nicht zu fassen. Versuch's doch mal bei einem anderen. Die liegen hier überall rum. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Okay, dann bleib du mal hier. Bleib hier. Ich warte auf dich. Diese verfluchten Drecksviecher. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Achso, die Fackel soll ich holen. Okay. Das Problem ist nur... Was ist das? Nichts? Na gut. Wahrscheinlich besser so. Hä? Wie hat der mich denn jetzt sehen können? Ach, ich muss hinter dem herlaufen? Und die Fackeln... Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, ja. Okay. Okay. Dann warten wir jetzt nochmal eben, bis der weg ist. Wieso gerät er in Panik? Ich denke, der sollte hier warten. Oh, Leute. Gut, ihr könnt kommen. Ja, ja. Ja, aber wo laufen wir jetzt rum? Das ist die Frage. Müssen wir jetzt... Ach, da geradeaus wahrscheinlich, ne? Ich muss die Fackel wieder wegstecken. Wieso kann ich nicht einfach so eine Fackel nehmen und die bis zum Ende mitnehmen? Das war doch viel einfacher. Leute. Komm, kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Wieso ist der Typ jetzt hier geduckt? Okay, da hinten kann ich was hinwerfen.
gut, dann haben wir da zumindest schon mal Feuer. Aber wir haben hier nichts für zwischendurch. Die haben ja Stöcke im Bauch. Zieh nicht hin. Versuch alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Ah, Moment. Ich verstehe. Was meinte der mit Stöcke im Bauch? Ja, der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Hilfe, Leute! Los, rein da, schnell! Ich wollte gerade sagen, wieso greifen die uns jetzt an? Wir sind doch hier geschützt. Hallo? Geht's noch? Ach so, okay. Wir müssen den jetzt natürlich auch umbringen. Amitiel sitzt in der Falle. Wir müssen weiter. Ja, das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben. Tut mir leid. Aber wir müssen hier raus. Amicia. Lass mich. Das kann nicht wahr sein. Hier entlang. Kommt. Entschuldigung. Oh nein. Die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Okay, also der würde uns sehen, den kann ich aber auch nicht so einfach kaputt machen. Ich habe noch einen Krug dabei, aber den müssten wir dann... Kommen wir da rüber? Ich weiß nicht, ob wir da rüber klettern können. Ach, Moment. Ja, ich habe einen kleinen Denkfehler. Weil da sind überall Ratten. Das heißt, der wird da auf gar keinen Fall hingehen. Wir können uns höchstens vielleicht dran vorbeischleichen, wenn ich hier den Krug hinwerfe. Da, ein Soldat! Er versperrt uns den Weg! Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das! Hä? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Somnum? Okay. Was ist das? Nein? Etwa so? Perfekt, jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay. Schläft er? Ja, für eine Weile. Danke, das wird uns das Leben retten. Naja, das kommt drauf an, ne? Sind hier jetzt auch Ratten? Da sind auch Ratten, okay. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir... Ach so, da ist noch eine Fackel zum Anzünden. Ah, okay, okay. So. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Ja, tut sie. Wir schauen einfach mal. Du kannst deine Gefährten bitten, mit bestimmten Objekten zu interagieren. Ja, warum macht er das dann nicht? Hallo. Ja, immer noch? Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung!
Oh, dann blockier doch nicht den Weg, du Vollpfosten. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. So, wo ist der Kerl hin? Der ist nicht mitgekommen. Geil. Ja, super. Ihr seid so dämlich, ehrlich. Denkst du, du kriegst das hin? Ich kann nicht, Amicia. Das stimmt. Weil ich da nicht rankomme, oder? Doch, ich komme ran. Kannst du das übernehmen? Ach so, oh, damit kommt er dann rüber? Oder wie? Dankeschön. Aber wo müssen wir jetzt hin? Schaffst du das? Komm mit, komm mit. Oh, der Typ ist so blöd. Wieso bleibt der da stehen? Warum bist du stehen geblieben, du Vollpfosten? Rühr euch nicht vom Fleck, ich bin gleich zurück. Ich? Kommt her. Na gut. Aber ich denke mal, dass wir gar nicht da... Nee, wir müssen hier rum, ne? Okay, Moment. Ja, dann nimm's nicht. Okay. War jetzt auch ein Denkfehler. Ich dachte, er sollte irgendwie mitkommen auf die andere Seite. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur... dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. So, wohin? Dahin. So, hier haben wir auch wieder was zum... Aber wir haben, glaube ich, jetzt nichts mehr, oder? Beutel? Gegen ein größeres, was das Laden von Geschossen erleichtert. Okay, ja, dann machen wir das doch mal. Das sieht schon viel besser aus. Vielleicht geht das dann endlich mal ein bisschen schneller. So, Leute. Da hinten hätten wir noch etwas zum Flambieren. Dankeschön. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber die kann ich nicht kaputt machen. Nämlich, ah, doch, die kann ich doch kaputt machen. Okay. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Los, los. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Mir gefällt das aber auch nicht. Es hat funktioniert. Oh, oh. Das ist wieder so einer... Okay, okay, okay. Stein habe ich drin. Okay, der war schon mal weg. Aber wo müssen wir jetzt hin? Moment, da hinten ist Holz. Auf dem Turm. Sind das etwa... Ja. Tote. Okay, Junge, kommst du mit? Wir müssen... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, aber ich denke mal, wir müssen dahin, wo der Typ gerade war. Aber das gefällt mir gar nicht, dass es so weit weg ist. Ich kann ja auch nicht laufen mit dem Feuer. Ich sag doch, es gefällt mir nicht. Warum ist das so lang? Funktioniert.
Ja, funktioniert ja eben nicht. Das ist ja das Problem. Den Typen schalten wir erstmal wieder schnell aus. Nee, oder? Hätte ich das vorher machen können? Aber sie brennt! Sie nicht hingekommen. Ja, toll. Das heißt, theoretisch könnte ich es jetzt schaffen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich sehe hier gerade gar nichts wegen dieser blöden Fackel. So, machen wir mal für alle Fälle hier nochmal einen Schlaftrunk für später. Falls wir das noch brauchen. Oh, jetzt haben wir aber kein Zeug mehr. Das ist schlecht. Okay. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Und, hallo? Achso, mit dem Stab kann ich jetzt keine Taste mehr drücken. Okay. Gut, ich hoffe, du bist bei mir, weil wir gehen jetzt da durch. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendeine andere Lösung sein müsste, aber gut, darauf bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen. Nur als es jetzt gerade so ja, glänzend war, sage ich mal, als ich nach oben geguckt habe, habe ich mir gedacht, nee, bist du echt so doof? Kann man irgendwas nehmen? Ich glaube, hier glänzt nichts, oder? Stöcke. Bringen die mir was? Nein, ich muss doch jetzt hier drüber, oder? Ich helfe dir hoch. Achso, dann lässt sie den fallen. Ja, toll. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihm nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihm. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Das war clever. Das war wirklich clever. Sie hat den alten Trick mit den Fröschen angewendet. Ich hatte jetzt gedacht, sie macht den gleichen Trick wie die Mutter mit der Wolke. Oh. Oh, rechts sind auch welche. Sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Die haben auch alle, fast alle einen Helm auf. Nur Mut, Leute. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und die gehen weg, das ist gut. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Oh, kann ich hier durch? Was wenn ihr es wert? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört! Wartet hier und psst! Na gut! Das heißt aber nicht, dass sie jetzt hier zurückkommen, oder? Hier war ein Geräusch, oder? Ich denke... Hier lang, Eindringlinge! Nein! Mich darfst du nicht sehen! Lass mich nicht zurück, Amicia! Ihr Monster! Ja, ich habe zwar Y gedrückt, aber sie wollte ihm offensichtlich nicht das Ding in die Fresse hauen. Okay. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich dachte, so eine Ableckungstaktik wäre ganz gut, aber ich glaube, wir sollten ihn dann doch lieber einschläfern. Ich habe nur gedacht, weil wir jetzt hier diesen Code bekommen haben. Ach nee, wir haben Stein bekommen. Ist jetzt wohl das einzige Mal, dass ich jemanden einschläfern kann. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Bleibt hier. Dann los jetzt. Kein Mucks. Gut, ich bleibe hier. Was ist denn? Die Luft ist rein. Ich folge dir.
Halt, stopp, da war was. Ach, es glänzt wieder nur. Oh. Ist der Typ noch da? Ja. Hier ist niemand. Eieiei. Amicia, ich bin so müde. Ich auch, mein Kleiner. Da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack. Es ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet... Bleibt hier. Ich rühre mich nicht. Oh, ich habe jetzt aber nichts mehr zum Einschläfern, ne? Oh. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Was? Nein, ich nicht. Jetzt! Oh, okay. Soldaten, ihr gebt mir Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da, da, sie fliehen. Hugo! Lauf! Amicia! Schleuder ihm deinen Trank ins Gesicht! Oh.